Am Morgen des 9. Januars 1993, einem Samstag, während Jean-Claude Romand seine Frau und seine Kinder umbrachte, nahm ich mit meiner Familie an einer Sitzung des Elternbeirats teil, die in der Schule unseres Ältesten stattfand. Ich schreibe einen Roman über einen Vater, der jeden Morgen sich inniglich von seiner Frau und seinen Kindern verabschiedet und dann angeblich zur Arbeit fährt. Jean-Claude, der schlimmste Feind einer Ehe ist das Stillschweigen. J'aurais pas dû partir sans dire, hein, je t'aime. Du Corinne, ich hab die nicht gefunden. J'aurais pu partir sans faire une scène. Aber ich hab was anderes gefunden. Les deux assis en larmes. Was wahnsinnig Schönes. Man hat nur selten die Gelegenheit, das Angesicht des Teufels zu sehen. So begann am nächsten Morgen der Leitartikel in Le Monde. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Am 4. Januar 2000 erscheint Amok in Frankreich. Seither taucht Jean-Claude Romand in allen meinen Büchern auf. Je viens te chanter la balade, la balade.